Gibt's noch Fragen? Meldet sich keiner? Gut. Machen wir weiter. Um das nochmal für euch deutlich zu machen. Es geht um, also in 5 Minuten los, im besten Fall, ich habe den Code schon. Es geht also um 8 los. Jedes Spiel geht knapp so eine Stunde. Also müsst ihr mit Pick-and-Bun-Phase und 3 Minuten Delay und Schmäh und Hey Bay und River Ray und Michael Bay. Na? Es sind also 4 Spiele. Und dann. Dann gibt es noch ein Best of 3. Du musst nicht refreshen. Es war kein Lag. Ich war's. Denn ich arbeite jetzt als Pantomime! Ich hoffe, ich kann die Zeit verdrehen. Ah, es ist schon wieder, es geht ja schon wieder in die ziemlich gestörte Richtung, merkt ihr? Wird ein guter Tag. Ja, da habe ich euch wieder reingebaitet, ja? Da habt ihr alle F5 gedrückt. Na? Refreshed. Was passiert, wenn refreshed wird? Twitch zeigt eine Werbung. Boom! Stinkreich! Na? Da fahre ich nicht mehr mit dem Colt nach Hause. Na, da fahre ich mit Lamborghini. Und das nur wegen dem Bait. So, bin ready. Können starten. Geht sofort los, Leute. Keine Verzögerung. Wir sind ja noch bis 2 Uhr hier. Bis 2 Uhr her. Und die Teams sind sehr platinlastig. Wir haben einen Diamond 2 Dude dabei, aber sonst haben wir sehr Platin-Gold-Teams. Und dann haben wir noch ein Team. Da ist einer Master 1 und ein anderer Dude ist Silber 3. Und dann ist einer. Er ist einer von Leijur. Ich sag mal eins. Kennt ihr das Geräusch? Wenn ihr etwas getan habt, was vielleicht gesetzlich umstritten ist. Und du hörst von Weitem. Dann hörst du, wie die Tür aufgeht. Schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ich hätte gern eher einen ILO-Ausweis, bitte. Oh. Ja, den habe ich nicht dabei. Nur den von Twisted Tree Line. Dann würde der mir den Zettel geben und ich würde. Ich hätte gern Ihren Summoner's Rift ILO-Ausweis, bitte. Habe ich nicht dabei. Und dann würde ich ihn fragen, ist das Ihr Champion, den Sie da spielen? Haben Sie zufällig noch einen anderen Champion angemeldet? Einen anderen Account? Vielleicht. Ist dieser Account zufällig auf Malle? Hä? Ah, Leute, die ILO-Polizei. Mit der ist nicht zu spaßen. Laser. Ja, ich würde mich nicht mit mir anlasern. Cosmic Q. Ich meine, die Polizei und deren Polizeigewalt, die kommt ja quasi von uns. Ja, normalerweise haben die ihre Schlagstöcke überhaupt nicht da. Das haben wir ja eingeführt. Seitdem es LOL gibt. Gibt es Pferde bei der Polizei? Zufall? Ich denke nicht. Na gut. Pick und Bun. Ihr werdet Symbole bemerken, die euch wahrscheinlich verwirren. Aber Summoner Spells müssen verdeckt werden. In dem Fall mit Feuerlöschern. 7-3, das ist schon wieder kritisch. Na? Da müssen wir so ein kleines bisschen genauer hinschauen. Oh, erste Pause. Oh, der Hackerim hat Lag. Ha? Der hat Lag. Lags entstehen durch unterschiedliche Sachen. Es kann ja sein, dass er auch quasi vielleicht Musik hört. Vielleicht
Vielleicht sowas hier. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. Aber da bin ich mir nicht sicher. Das sind nur Vermutungen, die ich anstelle. Aber die ILO-Polizei schläft halt nie. Na, ich bin mir da halt in vielen Aspekten noch nicht sicher. Aber ich werde euch informieren. Wir werden da einen genauen Blick drauf werfen, was der Hackerim in seiner Freizeit eigentlich macht. Abendullah! Na? Aber Leute, na, die Dopingkontrolle kommt ja noch. Na? Das gelbe Trikot ist noch nicht verliehen. Na, die Medaille kann noch weggenommen werden. Aber bis dahin machen wir eine kurze Pause. Also Spandau und Fairhund hat ja schon unterschiedlichste Gegner geschlagen, aber sie konnten sich jetzt, sie haben sich jetzt auch nicht warm gespielt oder sowas. Ist ja quasi auch ihr erstes Spiel. Und das findet ungefähr 24 Uhr statt. Ja gut. Ich kann mich noch an Kommentare erinnern unter Max' Video, wo drin stand: Ey Max, wie kann das sein, dass 15 Uhr losgeht? Da arbeite ich noch, da kannst du gar nicht mitmachen. Heute haben 128 Teams dran teilgenommen und 400 haben eingecheckt. Ey Max, wieso dürfen nur 128 Teams teilnehmen? Ja, wen soll ich denn jetzt befriedigen? Sollen wir um 12 anfangen, damit 400 Teams teilnehmen? Oder sollen wir 17 Uhr anfangen, damit ich hier bis Oktober noch sitze? Gut. Pick und Bann. Die Morgana, die Fläche davon war aber vergiftet. Cosmic Q hat keinen Flash mehr, muss fighten. Kriegt hier Double Nuke. Und die beiden Challenger, die sind, oh mein Gott, die sind katastrophal. Zack, da ist der nächste dort. Quadra Kill. Für die Cassiopeia. Hyra. Ja, kommt aus dem Griechischen für verpiss dich, ich kill dich. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann ist es halt so. GG. GG. Marmorstein und GG bricht, aber unsere ILO nicht. Alles, 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 alles geht vorbei. Nur nicht die LCS. Bum, bum. Nee, 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 die Gespräche in der Lobby. Die Lobby, 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 boah, die reden so viel, da denke ich mir, nee. Nee, drück doch einfach ready. Drück doch einfach ready, du Sohn einer Hupe. Ihr merkt, ich werde wahnsinnig. Ein bisschen muss ich warten. GG. Das ist der G-G-G-G-Nach-Hause-Song. Das ist der G-G-G-G-Geh-Dich-Lieber-Waschen. Ich habe heute einer wichtigen E-Mail G-G-G-G antwortet. FG-Hammer, oh, Kutscher! Wurde abgerissen, First Blood! Max ist da hinterher, kriegt ihn aber nicht ganz. Sola, super, oh, das ist der Double-Kill! Challenger ADC, der kriegt wahrscheinlich sogar noch den nächsten Max Flash. Davon noch ein Auto-Tag und up, but, passive Triple Kill Portland. Oh, das Inferno. Das hat ja keinen guten Start gemacht. Oh mein Gott. Hamdullah kommt aus dem Arabischen und heißt Feuerlöscher. Super schwierig. Das Inferno, das ist jetzt ja nur noch eine ganz kleine Flamme. Oh, das TP! Vielleicht bringt das noch was. Der Trundle, der macht Damage, aber der kann ihn da nicht alleine abholen. Jetzt die Combo! Die Combo! Spandau Inferno schlägt zurück. Schönes TP-Play. Und der Alpha Kevin überlebt schon wieder Morgana mit dem Seelenfesseln-Flash. Jetzt kommt Alpha Kevin in seiner reinen Form, in seiner Urform. Nein, die verwandelt er sich auch gleich. Zack. Ah, so sieht Kevin auch übrigens aus, wenn wir das falsche Essen für ihn bestellt haben, wenn er zur LCS kommt. Ich wollte Brokkoli-Auflauf! Und dann ultet er jeden, der im Raum ist. Damit Kevin, das ist ein ganz spezieller Kandidat. Ihm ist nicht gut Kirschen essen. Noch nachziehen, ich denke, das ist so der entscheidende Aspekt, weil vom Farm sind gerade alle nach hinten gefallen. Oh, da ist Kevin! Zack, der erste ist down, der zweite ist down. Schöne Combo.
Und natürlich wird auch Janna noch abgefertigt werden. Dieser Kevin, der springt darüber, flasht und bolzt die alle an die Wand. Das Spandauer Inferno, meine Freunde. Es ist einfach eine Atomexplosion.